Zu. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 8.3.2022, 8:31 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und wie gestern auch schon erwähnt, wir starten mit dem Trading ab 9 Uhr. Wir lassen die Vorbörse aktuell aus. Wir haben nach wie vor eine gute Vola. Wir haben die Volatilität aktuell liegt bei 14.000 bei 150 Punkte. Das heißt, wir werden mit 20er Boxen hier heute nach wie vor arbeiten. So, und wir fangen an mit dem rechten Chart. Schauen uns die Blue Boxen an. Hier gestern Abend die ersten 30er schon zur späten Stunde. Ansonsten sehen wir hier alles große Blue Boxen, keine Boxen, die für uns relevant sind. Die Vola Box, wo kommt die Vola Box rein? Schauen wir mal auf der linken Seite. Vola Box kommt rein bei 12.523. Das heißt, da sind wir eigentlich 12.523 ist unten, den könnten wir nutzen. Ja. 12.523, also 100 Punkte tiefer. Und wie jeden Morgen schauen wir einmal komplett auf die Gesamtsituation, fangen heute unten an bei Bitcoin. Daily Basis, wir sehen es hier nach wie vor Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Also hier ist, glaube ich, klar, Markt ist immer noch im Abwärtsmodus. Nächster Markt hier ist unser Dow Jones. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Klare Richtung, S&P 500, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Und Technologiebörse Nasdaq, Daily sind wir Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30, 15 und 5 und Öl, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Gold, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 und 5 Minuten auch Long. Und der letzte Markt ist der DAX, Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30, 15 und 5 Minuten auch Short. Wir haben ein Minigap bei 12.645 Zähler. So, wir bereiten uns jetzt auf unsere Märkte vor. Wenn wir Big Number traden, um kurz nach 9 hier, das wäre diese, dann hätten wir wie nach wie vor die Zielmarken 50. Hier ist auch das Gap. Wir machen das mal positiv hier in Form eines. So. 42. Und ziehen wir hoch. 50. Dann Big Number als nächste dort. Und wir sehen dann, sehr schön auch zu sehen, Daily Pivot unten herum. Eine Etage tiefer sind wir bei 50 auch, 60, so. Um den Bereich und dann Big Number. Und wenn wir das große Bild nehmen, wir gehen mal auf den 15 Minuten Chart, dann haben wir
Das Tief gestern, wir sehen es hier bei 12.427, das ist denn das Tief in diesem Bereich. Mehr brauchen wir aber jetzt erstmal nicht zu wissen. Und starten erst ab 9 Uhr, 9 Uhr 2, 9 Uhr 3, wenn die erste Minute rum ist, damit wir nicht in diese extreme Volatilität reinkommen. So, 5 Sekunden und dann geht's los. 3, 2, 1 und los. Erste Minute lassen wir rauslaufen. Erste Minute lassen wir rauslaufen. Wir sehen hier unten, da werden wir mit einem erhöhten Risiko starten. Einstieg unten 12.523 und die erste Minute ist gleich rum und dann gehen wir rein in den Markt. Big Number zum ersten. Und los geht's. Big Number, Long rechts mit einer 20er Box, kleinem Risiko. Recht im Bildrand. Und raus. Das war der Eröffnungstrade. Wir starten jetzt hier mit dem zweiten Anlauf. Verabschiede mich bei den YouTubern, das war unser Videotagebuch. Ja, immer der erste Trade am Morgen, zeichnen wir auf. Und wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter. Gute Trades noch und dann bis morgen. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns.